Herzlich willkommen zu unserer ersten Spätschicht des Jahres. Das ist mit Freuden zu verkünden ein bauphysikalisches Thema, also mit Archiphysik. Und es geht primär um die Nachhaltigkeit, also um die ökologische Bewertung von Gebäuden. Ich möchte euch hier im Namen des Büros der A0 Bausoftware begrüßen, dass ihr alle hier gefunden, also hergefunden habt. Mein Name ist David Rudovcic und ich bin auch die Ansprechperson für euch in Archiphysik und möchte euch jetzt den Nachweis für Nachhaltigkeit heute mit vier Vortragenden vorstellen. Das ist von der energetischen bis zur ökologischen Gebäudebewertung. Unsere vier Vortragenden sind in erster Linie wird der Herr Schopfhauser starten von Nick Hempel-Mehler. Danach folgt die Frau Florett von IBO, vom Institut der Baubiologie und Ökologie. Danach haben wir noch die Frau Hildegund Fiegel von Bauburg GmbH. Und zu guter Letzt wird das Ganze abgerundet von der Null Development von Herrn Markus Dörn. Und jetzt möchte ich gleich das Wort an den Herrn Schopfhauser übergeben und die erste Präsentation kann somit starten. Ich wünsche euch viel Spaß. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich darf Ihnen, wie der Herr Dovcic gerade erklärt hat, ein bisschen was zu Klimaaktiv erzählen, ein bisschen was dazu sagen. Und Sie alle kennen wahrscheinlich dieses Logo, was Sie jetzt gerade für den Bildschirm sehen. Klimaaktiv, der Schriftzug mit diesen fünf bunten Punkten. Aber was bedeutet das eigentlich? Woher kommt das eigentlich? Das Ganze ist eine Initiative vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Und die haben sich zur Aufgabe genommen, dass sie verschiedene Projekte starten wollen, und zwar unter den Schwerpunkten Energieeffizienz, Reduktion von CO2-Emissionen und klimafreundlicher Mobilität. Eins dieser Projekte ist klimaaktiv bauen und sanieren. Und das ist genau das, was wir uns heute anschauen wollen, das klimaaktiv, was wir praktisch in der Baubranche kennen. Grundsätzlich ist es eine Deklaration, das heißt, man kann Gebäude deklarieren, man kann ihnen einen gewissen Zuspruch sagen, man kann sagen, mein Gebäude ist besonders effizient, besonders CO2-emissionsarm. Aber wer darf eigentlich deklarieren? Jeder von Ihnen, die hier jetzt dabei sind bei dieser Besprechung, darf deklarieren. Es handelt sich um eine Selbstdeklaration, das heißt, es ist auch für jeden von Ihnen interessant. Das heißt, man hat selbst Anforderungen zu erfüllen und macht das Ganze über eine Plattform und das Ganze wird dann im Hintergrund, sobald man das eingereicht hat, überprüft. Aber jeder hat mal die Möglichkeit, das zu deklarieren. Das Ganze ist auch kostenfrei, das heißt, weder die Nutzung der Plattform kostet etwas noch die Einreichung des Ganzen kostet etwas und es werden grundsätzlich keine Programme benötigt. Also klar, man braucht Pläne. Die sollten gezeichnet sein, man braucht einen Energieausweis, den man dann eben in den Anhang verschiebt. Aber für die Deklarationsvorgang an sich, für diesen Vorgang, werden keine zusätzlichen Programme benötigt. Das Ganze geschieht eben dann online. Jetzt wissen wir schon, wir dürfen alle deklarieren. Man kann grundsätzlich auch jedes Gebäude deklarieren, egal ob das eine Sanierung ist, ob das ein Bestand ist, ein Neubau ist, wurscht, ob es ein Wohngebäude oder nicht Wohngebäude ist, aber warum sollte ich eigentlich deklarieren? Was bringt mir dieser Aufwand? Grundsätzlich hat man dadurch eine hohe Qualität in der Planung, in der Ausführung. Das heißt, wenn man all diese Punkte, die diese Deklaration vorsieht, einhält, dann hat man ein gutes Gebäude, muss man einfach so sagen. Es hat eine hohe Energieeffizienz, niedrige CO2-Emissionen und auch der optimale Nutzungskomfort. Das heißt, man hat automatisch, wenn man diese Sachen einhält, auch sehr nutzerfreundliche Werte. Man hat eine gute Innenraumluft, man hat gute und nachhaltige Materialien verwendet. Und das macht sich natürlich auch während der Nutzung bemerkbar. Das heißt, der Wert des Gebäudes steigt mit der Deklaration praktisch, weil einfach die Ansprüche höher sind. Außerdem kennen Sie sicher alle dieses Thema der Wohnbauförderungen in verschiedenen Bundesländern oder andere Förderungen, die man versucht, für sein Projekt zu erreichen. Und auch da kann ich Ihnen sagen, zum Beispiel bei der Wohnbauförderung in Tirol, Kärnten und der Steiermark hat man automatisch die höchste Förderstufe, wenn man das Klimaaktiv-Standard erreicht. Genauso gibt es verschiedene Umweltförderungen im Inland, Sanierungscheck für Private.
Da hat man eine erhöhte Förderung für die umfassende Sanierung nach Klimaaktiv. Bei Neubau und betrieblich genutzten Gebäuden hat man erhöhte Förderungen bei Klimaaktiv Gold. Was Gold bedeutet, das hören wir uns dann gleich noch an. Und bei den Mustersanierungen bekommt man einen Förderzuschlag für Gebäude mit Klimaaktiv Gold. Bei der Tourismusförderung für Hotelgebäude ist die Voraussetzung mittlerweile schon, dass man Klimaaktiv Silber überhaupt erreicht hat. Das heißt, diese Deklaration sollte mitlaufen. Und bei UZ49, also nachhaltigen Finanzprodukten, ist auch die Voraussetzung Klimaaktiv Bronze. Weitere Informationen oder aktualisierte Informationen, weil Förderungen ändern sich halt andauernd, finden Sie dann auch auf der Homepage von Klimaaktiv, können Sie dort nachschlagen. Und genau, dort finden Sie immer das Aktuelle. Jetzt schauen wir uns mal an, was wird denn überhaupt bewertet? Was zertifizieren wir da überhaupt bei dieser Klimaaktivbewertung? Punkt Nummer 1 ist der Standort und die Qualität des Gebäudes. Also da, wo das Gebäude steht, da können wir nichts ändern, weder Bauphysiker, Architekten noch sonst jemand. Aber das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil das Ganze muss ans öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen sein und muss gewisse Einrichtungen in der Umgebung geben. Das schauen wir uns gleich noch an. Das bringt 150 Punkte. Dann ein ganz großer Brocken an dem Ganzen ist Energie und Versorgung. Also das sehen wir schon. Wenn man gut mit der Haustechnik, gut mit dem Bauphysiker zusammenarbeitet, 550 Punkte sind echt eine Menge. C sind Baustoffe und Konstruktion. Da geht es dann wirklich darum, was für Materialien verwende ich, wo setze ich diese Materialien ein oder kann ich auf gewisse Stoffe verzichten. Bringt 150 Punkte. Und der letzte Teil, Komfort und Gesundheit, ist auch wieder etwas, wenn ich da nah mit dem Bauphysiker und mit dem Haustechniker zusammenarbeite, dann kann man hier gute Leistungen erzielen. Also Sie sehen, gesamt gibt es 1000 Punkte zum Erreichen in diesen vier Kategorien. Manche davon kann man vor allem in der Planungsphase noch sehr gut mitbestimmen oder sehr gut verändern. Manche Sachen wie den Standort, das ist gegeben. Da kann man leider nicht sehr viel verändern. Und wenn ich das Ganze zertifiziere, gibt es verschiedene Qualitätsstufen dieser Zertifizierung. Es gibt einerseits die Bronzestufe, das heißt, es sind alle Musskriterien erfüllt. Ein Musskriterium zum Beispiel ist beim Standort, es müssen mindestens zwei von 16 verschiedenen Möglichkeiten existieren, ans Netz angebunden zu sein. Also es muss zumindest zum Beispiel ein Gasthaus in der Nähe geben, es muss zum Beispiel ein Supermarkt oder Schule oder sonst was in der Nähe sein, im Umkreis von maximal 1000 Meter. Ist es zum Beispiel eins der Musskriterien, genauso muss man einen Energieausweis nachweisen können. Man braucht ein HWB, ist ein Musskriterium. Und wenn man all diese Musskriterien erfüllt, kriegt man zumindest schon mal Bronze, unabhängig von der Punkteanzahl. Dann, wenn wir einen Schritt weitergehen, alle Musskriterien und gleich bzw. über 750 Punkte, kriegt man schon den Silberstandard. Und das gleiche noch einmal mit noch mehr Punkten, also 900 und mehr Punkten, dann bekommt man den Goldstandard des Gebäudes. Und was bringen mir diese verschiedenen Standards jetzt oder wann kann ich das Ganze eigentlich deklarieren? Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Deklaration. Einmal in der Planung, das heißt, da wo vieles noch nicht fertig oder noch nicht gegeben ist, kann man noch sehr viel eingreifen. Man lässt das mit der Planung mitlaufen, optimiert sein Gebäude in der Planung und bekommt dafür, wenn man das einreicht und deklarieren lässt, eine Urkunde. Wenn das Gebäude fertiggestellt wird, dann kann man ein zweites Mal einreichen mit den dann vorhandenen Informationen und bekommt nicht nur eine Urkunde, sondern auch diese Plakette, die man oft auf Gebäuden sieht, mit diesem Klimaaktiv-Schriftzug, mit diesen Punkten. Und dieses Gebäude ist dann eben offiziell klimaaktiv bewertet oder zertifiziert. Und eine dritte Möglichkeit wäre dann während der Nutzung, das heißt, man schaut sich nicht mehr eine theoretische Nutzung an und versucht dieses Gebäude danach zu deklarieren, sondern man nimmt tatsächliche Werte her. Man schaut, was wirklich der Verbrauch ist, zum Beispiel jetzt an Strom, an Wasser und sonstigem, und lasst das in die Deklaration mit einfließen. Auch hier bekommt man eine Urkunde und eine Plakette dafür. Ebenso werden diese Deklarationen auf www.klimaaktiv-gebaut.at veröffentlicht. Das heißt, da können Sie sich auch schon fertige
Gebäude, deklarierte Gebäude anschauen, können sich vielleicht einmal so einen Vergleich schaffen, ob das vielleicht zu Ihrem Gebäude passt, ob es vielleicht Gebäude gibt, die Sie sogar kennen, die einen Klimaaktivstandard erreicht haben und sich dort ein bisschen weiter informieren. Jetzt kommen wir aber direkt zur Deklaration. Was wird eigentlich deklariert oder diese vier Bewertungskriterien, die wir gesehen haben, was kommt da jetzt alles ganz genau drin vor? Wie ich schon gesagt habe, basiert das Ganze auf einer Online-Plattform. Das schaut dann so aus. Sie sehen also hier momentan habe ich 0 von 1000 möglichen Punkten erreicht bei diesem Beispielprojekt. Und ich habe 0 Punkte bei Standort, Energie und Versorgung, Baustoffen und Konstruktionen. Das Ganze sehen wir in der Mitte noch einmal sehr bunt dargestellt. Und Sie sehen auch so ein graues M in der jeweiligen Zeile. Das graue M stellt die Muss-Kriterien dar. Und sobald diese erreicht sind, sobald diese nachgewiesen werden, wird dieses M auch grün. Es werden auf der rechten Seite auch die Punkte mitgezählt, die Sie erreichen jeweils in der jeweiligen Kategorie. Hier. Und wie gesagt, 1000 Punkte gibt es zu erreichen. Schauen wir uns an, wie das möglich ist. Der Standort gibt 150 Punkte, wie wir gehört haben. Der teilt sich auf in die Infrastruktur, in die umweltfreundliche Mobilität, in das Mikroklima und Grünraum. Infrastruktur ist schon das erste Muss-Kriterium. Das habe ich vorher schon kurz genannt. Man muss zwei Einrichtungen der täglichen Grundversorgung im Umkreis von 1000 Meter haben. Grundversorgung ist eben jetzt etwas zum Einkaufen, ist ein Café, ist eben ein Supermarkt, ist ein Gasthaus, sonstiges. Soziale Infrastruktur beschäftigt sich dann eben eher mit, gibt es eine Schule, gibt es einen Arzt in der Nähe, im Umkreis von 1000 Meter. Und das Gleiche gibt es mit Freizeiteinrichtungen und Dienstleistungen. Insgesamt gibt es 16 Möglichkeiten, hier Punkte zu sammeln. Also pro Kategorie gibt es vier verschiedene Möglichkeiten und zwei müssen nachgewiesen werden. Also das ist tatsächlich so gut wie überall möglich. Ich hatte bis jetzt noch kein Projekt, wo das nicht nachgewiesen werden konnte. Und alles, was man drüber nachweisen kann, gibt natürlich auch wieder Punkte. Das heißt, man kann hier maximal 75 Punkte erreichen und nachweisen. Dann kommen wir zur umweltfreundlichen Mobilität. Da muss man eben eine Haltestelle in der Nähe haben mit einer Mindesttaktung von 60 Minuten im Werktagsverkehr. Werktagsverkehr heißt, am Mittwoch von 6 in der Früh bis 20 Uhr am Abend muss mindestens einmal die Stunde was fahren, damit das eben an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen wird oder ist. Und Alternativen, sollte das nicht vorhanden sein, sollte man sich wirklich irgendwo am Land befinden, wo das nicht möglich ist, ist ein Gesamtkonzept zur umweltfreundlichen Mobilität. Das kann zum Beispiel ein Carsharing sein oder ein Taxiunternehmen, was nachhaltig arbeitet in der Nähe. Und man sollte dann E-Ladestationen für zumindest 10% aller Stellplätze dieses Projektes nachweisen. Mikroklima und Grünraum. Hier gibt es einmal den GFF, den Grün- und Freiflächenindikator, der muss möglichst hoch sein. Und da habe ich Ihnen jetzt kurz mal ein Beispiel aufgeschrieben, wie Punkte eigentlich vergeben werden. Also es gibt eine Mindestanforderung von einem Wert von 0,4, das heißt 40% der Fläche sind unversiegelt, es kann Wasser ablaufen, es kann Wasser in den Boden versickern. Das würde 5 Punkte geben. Die Bestbewertung wäre 0,8, also 80% der Fläche, das würde 40 Punkte geben. Und dazwischen wird einfach interpoliert. Aber Sie müssen das nicht interpolieren, Sie geben einfach nur Ihren Wert ein und das Online-Tool erledigt den Rest. Zusatzpunkte gibt es dann noch für Mikroklimaanalysen und Klimaszenarien für den Standort, sind aber keine Muss-Kriterien. Kommen wir zur Energie und Versorgung, das ist so der größte Punkt für die Bauphysiker unter uns. Das unterteilt sich in Energie, innovative Effizienztechnologien und Betrieb und Qualitätssicherung. Und da haben wir ganz viele Muss-Kriterien. Energie, 450 Punkte. Da muss man einen Energieausweis rechnen. Entweder nach der OEB-Richtlinie 6 aus 2019 oder man muss eine PHPP-Berechnung machen. Nachgewiesen werden müssen dann im Endeffekt der HWB, der Heizwärmebedarf, der Primärenergiebedarf, die CO2-Emissionen im Gebäude. Und der gesamte Energieeffizienzfaktor bringt Punkte, ist aber kein Muss-Kriterium. Was hier wichtig ist zum Sagen, die Anforderungen, die Klimaaktiv hier stellt, sind strenger als jene, die in der OEB-Richtlinie stehen. Das heißt, nur weil der Heizwärmebedarf
Erfüllt ist, laut OEB-Richtlinie heißt das nicht, dass er automatisch erfüllt ist, laut Klimaaktivzertifizierung. Also das würde ich mir vorher noch mal anschauen. Aber auch da ist ein Gebäude normalerweise nicht so knapp an den Anforderungen dran, dass man dann den Heizwärmebedarf hier nicht erfüllt bekommt. Beziehungsweise solange man in der Planung ist, kann man ja natürlich noch einschreiten. Dann kommen wir zum Punkt innovative Effizienztechnologien. Das bringt auch 150 Punkte. Da geht es einerseits um die Energieflexibilität, also Auskühl- und Aufheizverhalten. Dann, was für Speicher habe ich vor Ort, thermische und elektrische Speicher, und kann ich diese oben genannten Punkte mit der Wetterentwicklung berücksichtigen? Also gibt es da wirklich eingebaute Sensoren, die dann mit dem Gebäude agieren und reagieren. Dann gibt es die PV-Erträge, die man, wenn man PV-Anlagen hat, einfach eintragt und Punkte bekommt. Und weitere Maßnahmen. Das ist aber ein Musskriterium bei Hotel, Lebensmittel, Supermarkt, Pflege, Wohnheim und Krankenhaus. Das heißt, bei Wohngebäuden gibt es dieses Musskriterium gar nicht. Und die weiteren Maßnahmen sind dann auch eben, weil es das bei manchen gar nicht gibt, bei manchen schon, ein bisschen unterschiedlich. Betrieb und Qualitätssicherung bringt noch einmal 100 Punkte, ist auch wieder mit Musskriterien versehen. Die Qualitätssicherung und Verbrauchsprognose ist noch kein Musskriterium, aber das Energieverbrauchsmonitoring. Das heißt, wie viel Energie fließt tatsächlich wohin? Da gibt es verschiedene Genauigkeitsstufen. Die höchste Genauigkeitsstufe ist dann, dass es eine stündliche Aufzeichnung gibt über das ganze Jahr hinweg, wo wann Energie hingeflossen ist. Aber wie gesagt, das ist die höchste Stufe, die man nachweist. Es gibt auch verschiedene Abstufungen. Und das braucht man ab 1000 Quadratmeter konditionierter BGF. Darunter braucht man dieses nicht. Und dann gibt es die Gebäudehülle luftdicht. Den Nachweis, dass eine Gebäudehülle luftdicht ist, kann man ja tatsächlich erst erbringen, wenn das Gebäude gebaut ist, wenn man dann vor Ort Testungen vornimmt, also einen Blower-Door-Test macht. Wie mache ich das jetzt in der Planungsdeklaration? In der Planung ist es so, dass man da dann eine Absichtserklärung schreibt, dass man sagt, mein Gebäude soll diese Werte einhalten, ich habe ein Konzept dahinter stehen, dass es mir möglich, diese Werte einzuhalten, und unterzeichnet das, lädt das hoch, und dann bei der Fertigstellungsdeklaration muss man tatsächlich dann vor Ort einen Test machen und dann diesen Test anhängen und die tatsächlichen Werte eintragen. Auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung kann man machen, um Punkte zu bekommen, ist kein Musskriterium, aber funktioniert auch relativ einfach, wenn man zum Beispiel Arche Physik als Hilfe nimmt. Also da gibt es ein Tool, was zur Verfügung gestellt wird. Und wenn man dann mit Arche Physik noch ein bisschen spielt, kann man auch hier sehr einfach Punkte bekommen. Baustoffe und Konstruktion. Da geht es um den Ausschluss von besorgniserregenden Substanzen, Vermeidung von besorgniserregenden Substanzen, Einsatz von klimafreundlichen Bauprodukten und die Ökobilanz. Das heißt, es ist auf jeden Fall verboten, Kunststoffe, welche mit halogenierten Kohlenwasserstoffen geschäumt wurden, zu arbeiten. Also das Ganze muss HFKW frei sein. Und es gibt ein Verbot für Fußbodenbelege, also für PVC in Fußbodenbelegen sowie in Wand- und Deckenbekleidungen. Wie Sie sehen, es ist ein Musskriterium, bringt auch noch 0 Punkte. Also das ist was. Sie müssen es nachweisen, um klimaaktiv zertifizieren zu können. Es bringt leider keine Punkte, aber gerade diesen Punkt kann man, wenn man es in der Planung weiß, sehr, sehr einfach lösen. Dann gibt es noch die Vermeidung von besorgniserregenden Substanzen für 50 Punkte. Das heißt, man muss auf PVC verzichten in gewissen Produktkategorien, und umso mehr Produktkategorien man PVC-frei hält, umso mehr Punkte gibt es auch hier wieder. Ebenso muss man schauen, dass kritische Flammschutzmittel nicht oder gewisse Stoffe nicht beinhalten. Das macht man dann eben, indem man die Produktdatenblätter einfach anhängt, wo ganz klar definiert ist, was ist drinnen, was ist nicht drinnen. Das heißt, da wird dann wirklich mit Produktdatenblättern der verwendeten Stoffe gearbeitet. Genauso geht es weiter bei dem Einsatz von klimafreundlichen Bauprodukten. Auch hier sollte man Produkte mit Umweltzeichen, zum Beispiel Nature Plus oder IBO-Prüfzeichen, verwenden, sollte diese eben dann hochladen, diese Datenblätter, und bekommt hierfür Punkte. Ist kein Musskriterium, aber natürlich Punkte, welche man sich sehr gut holen kann, vor allem wenn man sowieso vorhat, nachhaltig zu bauen. Und man sollte schauen, dass man Kältemittel mit geringem CO2-Äquivalenten einsetzt.
wenn man dein Geldermittel braucht, natürlich. Ein weiteres Musskriterium sind die Ökobilanzen. Es gibt einmal die OE3-Bewertung für das Gesamtgebäude, beziehungsweise für die thermische Gebäudehülle. Das ist ein Musskriterium, das muss berechnet werden. Es gibt den Entsorgungsindikator, der ist kein Musskriterium, da hören wir aber eh später nochmal kurz was dazu. Und es gibt Punkte, wenn ein Rückbaukonzept vorhanden ist, beziehungsweise auch die Abwicklung und Dokumentation des Gebäudes mittels BIM stattfindet. Der vierte und letzte Teil dieser Zertifizierungsmaßnahmen ist der Punkt Komfort und Gesundheit für 150 Punkte. Das unterteilt sich in den thermischen Komfort, die Raumluftqualität und die Tageslichtversorgung. Der thermische Komfort unterteilt sich in drei Varianten. Die Bauphysiker werden am einfachsten Variante B, Simulationsnachweis der Sommertauglichkeit, das funktioniert mit Archephysik sehr einfach, machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine dynamisch-thermische Gebäudesimulation oder eine PHPP-Berechnung hier anzugeben. Ist ein Musskriterium. Also das sollte beachtet werden. Dann bei der Raumluftqualität muss man eine Raumlufttechnik nachweisen oder nachweisen, dass ein gewisser hygienischer Luftwechsel stattfindet. Und das Ziel ist natürlich, dass man Schimmel vermeidet, dass die Feuchte reguliert wird und dass der hygienische Luftwechsel gewährleistet wird. Dann das Produktmanagement, Einsatz emissionsarmer Produkte innen und außen. Und Messung, da geht's. Das ist genauso wie der Blower-Door-Test. Muss man auch hier vorher Absichtserklärungen unterzeichnen und danach Messungen im fertigen Gebäude vornehmen von Formaldehyd und VOC. Aber das erst ab 2000 Quadratmeter konditionierter Bruttogeschossfläche. Davor ist es kein Musskriterium, man kann sich die Punkte aber natürlich trotzdem holen. Die Tageslichtversorgung ist die Messung des Tageslichtquotienten, also das kann man entweder berechnen oder auch stichprobenartig vor Ort mit einem Luxmeter messen und diese Werte dann hier angeben. Wir haben jetzt gehört, was man alles zertifiziert, was die verschiedenen Punkte sind oder wo man überall Punkte bekommen kann. Also Sie sehen, das ist ganz vielfältig. Man kann sich wirklich Punkte aus jeder Optimierung des Gebäudes holen praktisch. Aber wie viele Gebäude sind denn eigentlich zertifiziert worden, seit es diese Möglichkeit gibt? Also derzeit, das heißt Stand Jänner 22, wurden 1183 Gebäude zertifiziert. Auf der linken Seite sehen Sie die Gebäudenutzungen, das heißt orange ist Wohngebäude, grün ist Nicht-Wohngebäude. Also man sieht, Wohngebäude werden aktuell deutlich öfter noch zertifiziert. Und Sie sehen rechts die Deklarationsstufen. Also auch hier ist der Goldstandard sehr gut vertreten. Das sieht man eben an diesem goldenen, an den goldenen Säulen, die hier hochgehen. Und das soll auch Ihnen Mut machen, Ihr erstes Gebäude zu deklarieren, vielleicht einen Goldstandard zu erreichen. Als letzten Punkt will ich Ihnen noch sagen, weil wir jetzt schon so viel gehört haben zu den ganzen Deklarationen, bringt es mal was, wenn ich damit Archephysik arbeite? Und ich kann Ihnen ganz einfach sagen, ja, weil wir haben sehr viel von Musskriterien gehört und Archephysik bietet Unterstützung bei Energie und Versorgung, das war Teil B, und zwar bei all diesen genannten Punkten. Also ich kann die 550 Punkte wirklich mit Archephysik füllen. Genauso kann ich bei Baustoffe und Konstruktion den Ökoindex OI3 mit Archephysik nachweisen und auch den Entsorgungsindikator berechnen, sowie im thermischen Komfort im Sommer, also sommerliche Überwärmungsberechnung machen und auch hier noch einmal bei Komfort und Gesundheit 50 Punkte verdienen. Insgesamt hätte ich die Möglichkeit, nur durch die Nachweise oder die Unterstützung von Archephysik schon mal 700 von den 1000 Punkten zu erreichen. Das ist ziemlich viel, das ist schon fast Silberstandard. Und wenn man dann noch den Standort dazu nimmt, den man eh nicht beeinflussen kann, ist das Gebäude eigentlich schon auf Silber, wenn man nur gut mit dem Bauphysiker und dem Haustechniker hier zusammengearbeitet hat. Jetzt darf ich dann weitergeben an meine Kollegin, die Ihnen jetzt erklärt, wie gehe ich so eine Deklaration überhaupt an? Wo fange ich da an und was sind die einzelnen Schritte? Ja, vielen Dank für diese ausführliche Beschreibung des Systems. Ich will mein Bildschirm teilen. Also
Eine Zertifizierung oder der Weg zur Zertifizierung beginnt mit der Festlegung des erwünschten Zertifizierungsziels. Wir haben ja schon gehört, es gibt Bronze, Silber und Gold als Standard. Und hier spielen natürlich unterschiedliche Motivationen eine große Rolle, warum man oder welchen Standard man erreichen will, wie zum Beispiel irgendwelche Klimaschutzstrategien des Unternehmens sichtbar zu machen oder, wie wir schon gehört haben, erhöhte Förderungen zu erlangen oder einfach nur eine Qualitätssicherung zu gewährleisten. Und in dieser Zielformulierung, sobald die bekannt ist, sollte dann gleich zu Beginn der Planung gemeinsam mit einem Projektbeteiligten, das heißt nicht nur der Planer, sondern auch Bauphysiker und Haustechniker, das haben wir jetzt auch sehr deutlich gehört von Herrn Schopfhauser, sollten wir hier gemeinsam die Grundlagen und die Qualitäten idealerweise schon in der Vorentwurfsphase oder in der Wettbewerbsphase, aber spätestens in der Planungsphase festlegen. Und ab dieser Phase und während des gesamten Bauprozesses ist dringend eine ständige Kontrolle zu empfehlen, ja, um diesen gewünschten Standard zu kontrollieren. Ja. Wo stehe ich jetzt mit meiner Bewertung? Haben sich die Projektgrundlagen geändert? Gibt es Projektkürzungen, die eine Einbußung in die Qualität der Baustoffe haben könnte und so weiter? Ja. Hier auch eine große Hilfe wäre oder eine Empfehlung meinerseits, dass man die unterschiedlichen Kriterien, Zielsetzungen und Anforderungen in der Ausschreibung verankert, damit man nachher keine bösen Überraschungen hat oder damit man sie vermeiden kann. Ja? Klimaaktiv bietet unterschiedliche Unterstützungen, ja? Zum Beispiel ganz kostenlose Erstberatungen. Hier ist meine Empfehlung, die Klimaaktiv Regionalpartner zu kontaktieren, die sich dort am besten auskennen und wo sie dann bestens betreut und informiert werden. Eine Liste der Regionalpartner finden Sie auf der Klimaaktiv Webseite. Auch eine weitere Empfehlung ist, nutzen Sie die Deklarationsplattform schon zu Beginn aus, um ein bisschen diese Plattform als Spielwiese zu verwenden. Die Registrierung ist kostenlos, haben wir schon gehört. Man braucht nur für die Anmeldung eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und dann kann man Voruntersuchungen, wir nennen sie Pre-Checks, durchführen. Ein Pre-Check ist eine Analyse des Ist-Zustandes des Projektes, wo man dann Potenziale erkennt und Schwerpunkte und Qualitäten festlegen kann, die man dann die zu dem erwünschten Zertifizierungsgrad oder Ziel führen werden. Daraus ergibt sich dann eine Liste an möglichen Optimierungspotenzialen, die man dann an alle Beteiligten weitergeben kann und so eine Art Pflichtenheft, könnte man sagen, damit das auch bekannt wird. Meine Empfehlung dazu ist, dass man hier bei dem allerersten Pre-Check ein Punktepuffer einplant, damit man nachher im Prozess oder in der Weiterentwicklung des Projektes und der Bauphase auch flexibel reagieren kann auf Änderungen. So. Wie ist der Ablauf oder wie können wir uns einen Ablauf vorstellen? Der Ablauf, wie gesagt, beginnt mit der Registrierung, wo wir schon einen Kriterienkatalog auswählen müssen und gewisse Informationen liefern müssen, ob das ein Projekt ein Neubau ist, eine Sanierung, ein Gebäude im Denkmalschutz und so weiter. Und wo wir auch angeben müssen, was die Nutzung dieses Gebäudes ist, damit auch die relevanten Anforderungen, Gebäudeanforderungen und Benchmarks, insbesondere in der Kategorie Energieeffizienz, auch angewendet werden können. Ja. Verzeihung, Frau Fulleret, können Sie bitte die Bildschirmpräsentation starten? Perfekt, super, okay. Vielen Dank. Ja, ich bitte um Entschuldigung. Okay, wo waren wir? Also Projektregistrierung, habe ich schon erzählt, die richtige Nutzung angeben, damit auch die Benchmarks
und Anforderungen, insbesondere Energieteil, richtig angewendet werden können. Ja? Und dann im Verlauf des Bauprojektes oder des Planungsprozesses läuft dann die Zertifizierung parallel mit. Viele Nachweise werden auch im Zuge der Projekteinreichung oder der bauphysikalischen Einreichung sowieso erstellt. Diese kann man natürlich, also das bedeutet keinen zusätzlichen Aufwand, sondern müssen nur zusätzliche Nachweisführungen für Klimaaktiv erstellt werden in dieser zweiten Phase. Genau, die müssen noch gemacht werden und hochgeladen werden auf dieser Deklarationsplattform. Hier dient natürlich der Kriterienkatalog als Leitfaden, den kann man bereits schon in der Konzeptionsphase in Anwendung oder anwenden. Und auch während der Bauphase wird diese Qualität mehrmals geprüft und so können Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden. Und Klimaaktiv trägt dazu bei, also die Zertifizierung, diese Qualität messbar zu machen und transparent zu machen. Auch hier meine nochmal die Empfehlung, laufenden Kontrollen durchzuführen. Wenn das gewünschte Ziel dann erreicht ist, und alle Nachweise hochgeladen sind und alle Ems, die mal grau waren, grün angezeigt werden, dann kann man das Projekt hochladen, zur Plausibilitätsprüfung hochladen. Hier werden, und da will ich betonen, das ist eine Plausibilitätsprüfung. Das bedeutet, es wird die Nachweise nach Nachvollziehbarkeit geprüft auf Plausibilität. Also ein Energieausweis wird jetzt grob gecheckt, ob die Flächen stimmen, ob die Haustechnik richtig eingesetzt zur Berechnung eingesetzt wird, aber die gewisse Sachen werden nicht in Frage gestellt. Ja? Es soll nachvollziehbar sein. Ja? Dabei in diesem Prozess entsteht oft oder kann eine Kommunikation entstehen zwischen dem Plausibilitätsprüfer und dem Projektansteller, wo der Prüfer Fragen stellen kann, mehr Dokumentation verlangen kann oder Korrekturen verlangen kann, um die Richtigkeit festzustellen. Sind dann alle Fragen beantwortet? Kann das Projekt positiv beantwortet? Kann das Projekt abgeschlossen werden? Es folgt dann im Punkt 5 dann die Veröffentlichung auf der Klimaaktiv-Gebaudatenbank und man erhält die Urkunde und eine Plakette. Ja. Also es wird also deutlich, dass diese Zertifizierung ein laufendes Prozess ist zwischen Bauträger, Fachplaner und Bauausführende, das oft Jahre dauert und zwischen dieser ersten Zielvereinbarung bis hin zur abgeschlossenen Zertifizierung müssen Qualitätsansprüche und die Zielwerte ständig kontrolliert und gehalten werden. Weil die Klimaaktivgebäude zeichnen sich aus durch eine sehr hohe Ressourceneffizienz in den Bereichen Energie, aber nicht nur hier, sondern auch durch eine sehr hochwertige ökologische Bauweise. Und hier muss halt diese Kontrolle stattfinden und die Betrachtung in allen Ebenen stattfinden. Das heißt, wir haben über einen Pre-Check einen Ist-Stand entdeckt oder analysiert, den wir wahrscheinlich verbessern wollen und hier dann die ökologische Optimierung auf Baustoffebene, auf Konstruktionsebene, auf eine Optimierung auf Gebäudeebene und die Optimierung beim Rückbau. Ne? Dazu spielt die Ökobilanz eine wichtige Rolle. Es ist ein Tool, um die Ökologie und die Ressourceneffizienz darzustellen. Die Ökobilanzen liefern detaillierte und transparente Daten über alle Bauprodukte und im Gebäude und die Auswirkung in der Umwelt über das gesamte Lebenszyklus. Wir haben ja eine große Auswahl an Wirkungskategorien hier in der Liste, sieht man die, die das Gebäude möglichst vollständig und umfassend abbilden, jedoch aufgrund unzureichender Datenvollständigkeit, Datenqualität oder Datensymmetrie auf Sachbilanzebene ist tatsächlich die Auswahl der verfügbaren Wirkungskategorien häufig eingeschränkt. Deswegen ist für diese OE3-Berechnung
oder den OE3-Indikator werden der Beitrag zur globalen Erwärmung, das Treibhauspotenzial, die Versauerung, der Versauerungspotenzial von Boden und Wasser und der Bedarf an nicht erneuerbaren Primärenergie berücksichtigt. Den OE3-Indikator spielt nicht nur eine Rolle in Klimaaktiv, sondern in anderen Zertifizierungssystemen wie DQB, KGA, über ÖkoPass und in unterschiedlichen Wohnbauförderungen. Diese drei ökologische Wirkungskategorien verfügen über Daten, die sehr robust und richtungsstabil sind und die man auf Bauteil- und Gebäudeebene führen kann. In Klimaaktiv betrifft das Kriterium C4. Es wurde schon vorgestellt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die Bilanzgrenze 1, OE3, BG1, BGF. Das ist die Mindestanforderung, das ist ein Musskriterium. Man muss mindestens 180 Punkte erreichen und die Bilanzgrenze oder, und das wäre ja die Fleißarbeit, wo man dafür mehr Punkte bekommt, oder man rechnet das in Bilanzgrenze 3. Nachher werde ich eine Folie zeigen, was das überhaupt bedeutet. Hier muss man die Anforderung erreichen, dass man unter 800 Punkte bleibt. Es gibt auch den Entsorgungsindikator, wo man zusätzliche Punkte, es ist kein Muss, zusätzliche Punkte gewinnen kann. Man muss unter 45 Punkte, EI 10 Punkte bleiben, um die Mindestanforderung zu erreichen. Die Bestbewertung erreicht man mit 20. Ja. Für Silber und Gold, dadurch, dass wir mindestens 750 Punkte für Silber oder 900 für Gold erreichen muss, empfiehlt sich natürlich die Berechnungsmethode in der Bilanzgrenze 3, wo man mehr Punkte bekommt. Was sind die Bilanzgrenzen? Eigentlich sollte man grundsätzlich um das Gebäude zu bewerten, alle Bauteile und Komponenten eines Gebäudes berücksichtigen. Das heißt, von der Statik bis hin auf Oberflächen und Haustechnik und irgendwelche Möbel und Stoffe, was weiß ich, alles müsste eigentlich bilanziert werden. Das ist aber ein unverhältnismäßig hoher Aufwand, den man nicht betreiben kann oder will. Deswegen hat man diese Bilanzgrenze, ein flexibles Bilanzgrenzenkonzept entwickelt, um gewisse Einheit festzulegen, welche Bauteile und Bauteilschichten berücksichtigt werden müssen. Ja. Das einfachste Modell ist die Bilanzgrenze 0. Das ist lediglich die thermische Gebäudehülle mit den Zwischendecken bis zur Dämmung. Also die Bauteile tatsächlich nur bis zur Dämmebene. Dann haben wir die Bilanzgrenze 1, das ist, was Klimaaktiv verlangt als Mindestanforderung, wo die Konstruktionen vollständig bilanziert werden, inklusive die Zwischendecken. Das ist eigentlich der Energieausweis plus zusätzlich diese zusätzlichen Schichten. Und die Bilanzgrenze 3 wäre zusätzlich zur thermische Gebäudehülle und alle Innenwände um 50% der nicht konditionierten Flächen. Und so wird sukzessive immer mehr bilanziert, bis man bis zur Bilanzgrenze 6 kommt, wo das gesamte Grundstück mit allen zusätzlichen Gebäuden oder Flugdächern oder Garagen bilanziert wird. Der OE3 hat unterschiedliche Kennwerte und das ist, da gehe ich wieder zurück zu meiner Folie, wo ich sage, man muss in allen Ebenen optimieren. Der Delta OE3 entspricht 1 Quadratmeter Bauteilschicht. Es werden diese, wie gesagt, drei Indikatoren bewertet und es ist, bezieht sich auf ein Drittel also Treibhauspotenzial, ein Drittel Versauerung und ein Drittel Primärenergiebedarf nicht erneuerbar. Je niedriger dieser Wert ist, desto besser ist die ökologische Performance. Ein Beispiel, wir haben hier eine Außenwand,
eine Massivholzdecke, Entschuldigung. Das ist ein Auszug zum Beispiel aus Eichephysik. Wir sehen hier die Schichten von dieser Decke und dann sehen wir in dieser Spalte die Bewertung. Und dann, man kann dann auf einen sehr schnellen Blick erkennen, welche Schicht ist, ist der ökologische Schwerpunkt in dieser Stelle. Das ist dort, wo der Delta OE3 am höchsten ist. In diesem Fall ist es eine Kombination zwischen den Estrich und die Glaswolle, 16 cm Glaswolle hier in dieser Schicht Nummer 9. Und dann würde man gezielt auf diese Schichten zum Beispiel, würde man in diesem Fall gezielt die Glaswolle gegen einen Dämmstoff, nachwachsenden Dämmstoff zum Beispiel austauschen. Und so würde man halt sich verbessern und diese ökologische Optimierung machen. Hier nochmal die Zusammenfassung der Delta-OE3-Punkte für das gesamte Bauteil. Man sieht auch den Entsorgungsindikator CON, also den I-CON für diesen Bauteil und die zusätzliche Information. Dasselbe kann man bei der Konstruktion machen. Es bezieht sich auch der OE3-CON auf einen Quadratmeter Konstruktion. Und je niedriger Wert hier auch je niedriger der OE3-CON ist, Entschuldigung, das ist ein Tippfehler, desto besser die Performance. Warum brauchen wir das oder warum ist das so eine nützliche Information? Wir können unterschiedliche Fassadensysteme, zum Beispiel Systeme, untereinander vergleichen. In diesem Beispiel vergleiche ich Brettstapel-Außenwand, Holzständer-Außenwand, Stahlbeton-Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem und Hochluftziegel-Außenwand. Und was haben jeweils einmal den Standardaufbau und die zweite Option ist immer eine optimierte Version, wo man schon diese ökologische Optimierung der unterschiedlichen Schichten gemacht hat. Und dann lässt sich dann klar erkennen, welche ist von diesen drei Systemen, sage ich jetzt mal, das ökologische Schlechtere, ist dort, wo der Delta-OE3-CON am höchsten ist. Das wäre die Option 3, Stahlbeton-Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem. Aber hier wollte ich dieses Beispiel einbringen, um zu sagen, wenn man ökologisch optimiert, rentiert sich immer, kann man selbst ein Bauteil, den man vielleicht sich nicht selber aussucht, weil der Statiker unbedingt dort einen Stahlbeton braucht oder aus unterschiedlichen Gründen das unbedingt erforderlich ist, kann man optimieren und dann bekommt man ungefähre Werte wie die Holzständer Außenwand. Also optimieren lohnt sich immer. Und sollte auch ständig gemacht werden. Und zum Schluss kommen wir zur Optimierung auf Gebäudeebene. Wir sehen hier, das ist auch ein Auszug aus dem OE3-Ausweis, den man in Eichephysik auch ausdrucken kann. Wir sehen hier ein Gebäude, das aus unterschiedlichen Bauteilen besteht, hier, die unterschiedliche Flächenmengen haben. Und dann sehen wir hier erstmal die rechte Spalte, den OE3-CON. Ja. Das bezieht sich auf einen Quadratmeter. Und hier die linke Spalte bezieht sich tatsächlich flächengewichtet auf im Gebäude. Ja. Das heißt, wenn wir uns eigentlich diese Spalte anschauen, würden wir dann sofort erkennen, okay, der Bauteil, der eigentlich ökologisch am schlechtesten ist, ist in diesem Fall Stahlbeton, Flachdach. Aber dadurch, dass wir nur 79, ist ein kleines Einfamilienhaus, 79 Quadratmeter Flachdach haben, ist es flächengewichtet nur 109 oder 110 Punkte quasi. Und dann sehen wir, eigentlich ist die Stahlbeton-Außenwand dort, wo man einen größten Hebel hat. Das heißt, hier würden wir zuerst auf Konstruktionsebene wieder versuchen zu optimieren und uns jede einzelne Schicht anschauen. Auch in diesem Ausweis bekommen wir die Information über die EEKON, auch flächengewichtet über eine flächengewichtete Mittelung über das Gesamtgebäude würde dann hier die Ergebnisse geben für OE3, BG3, 641 Punkte. Wir haben gehört, die Mindestanforderung ist 800. Ja. Das heißt, hier würden wir schon einige Punkte erhalten und für den
EI 10, die Mindestanforderung wäre 45, wir haben hier schon 31, fast 32 Punkte. EI-Punkte, was dann andere Klimaaktivpunkte gibt natürlich. Somit bin ich fertig. Das war jetzt ein schneller Durchgang durch ökologische Optimierungen, wie man das angehen kann, und würde dann an Gundi Fiegel weitergeben. Schönen guten Abend allerseits auch von meiner Seite. Ich bin die Baubook-Geschäftsführerin. Die Baubook ist eine Online-Plattform, die gemeinsam vom Energieinstitut Vorarlberg und dem IBO betrieben wird. Und das wesentliche Ziel der Baubook ist, Daten und Tools zur Verfügung zu stellen, um ökologische Produkte zu finden. Wir haben jetzt von den VorrednerInnen schon gehört, es gibt jetzt im Klimaaktiv eine Reihe von Kriterien, die sich entweder direkt auf Bauprodukte und Konstruktionen beziehen, also wie der Ausschluss von besorgniserregenden Substanzen. Christina Florit hat uns gerade die Ökobilanzkriterien OI erklärt. Der Patrick Schopfhauser hat so dezent gezeigt, ein Kriterium Produktmanagement in der Kategorie 10. Wenn man da genauer hineinzoomt, dann tut sich da eine Reihe von Kriterien, die an emissionsarme Bauprodukte gestellt werden, auf. Je nach Bauprodukt dann mehr oder weniger, also gerade für Chemikalien. Also Wandfarben, Lacke, gibt es dann eine ganze Fülle von Kriterien. Nun ist man in der konkreten Bausituation jetzt einerseits damit konfrontiert, dass eine Reihe von Anforderungen an Bauprodukte geht. Auf der anderen Seite hat man eigentlich keine Zeit, weil das Projekt hat ja verschiedenste andere Anforderungen auch, die man noch zu machen hat. Und Fragestellung ist, wie komme ich jetzt mit relativ wenigen Aufwand zu den Produkten, die jetzt diese Kriterien erfüllen. Und das hat eben das Energieinstitut und das IBO gemeinsam schon vor bald 20 Jahren dazu bewogen, eine Datenbank aufzubauen, wo man der Öffentlichkeit einfach schon gezielt qualitätsgesicherte Produktinformationen zur Verfügung stellt, auf die man sich die Anwenderin, der Anwender verlassen kann. Und nicht jedes Einzelkriterium, es gibt ja 15 Kriterien pro Bauprodukt, selber recherchieren muss und vom Hersteller einholen muss die Informationen. Im Zentrum der Baubook-Datenbank stehen Daten für die Produktauswahl. Das sind ökologische Eigenschaften, wie zum Beispiel Lösemittelarmut von Produkten auf der einen Seite. Und dann zweitens Daten für die Berechnung. Man braucht ja Daten, um den OI3-Indikator berechnen zu können im Hintergrund. Und ja, kombiniert dazu auch dann natürlich Werkzeuge gerade für die ökologische Berechnung. Aber ja, wir führen auch Werkzeuge zur Unterstützung von der ökologischen Produktauswahl. Wichtig war uns Betreibern, und so ist die Baubook jetzt auch konzeptioniert. Die Baubook-Datenbank ist herstellerunabhängig. Es ist zwar schon so, dass die Hersteller ihre Daten eingeben, und das können im Prinzip oder zur Verfügung stellen können im Prinzip auch nur die Hersteller, weil sie auch nur die ausreichenden Produktinformationen haben und die Daten auch vorliegen haben. Jeder Produkteintrag wird vom Baubook-Team geprüft und qualitätsgesichert, ob die Nachweise auch entsprechend vorgebracht wurden, zum Beispiel für die ökologischen Kriterien, ob die ökologischen Kennwerte den Anforderungen entsprechen, die man braucht. Und es gibt ja verschiedenste Methoden für Ökobilanzen, und wir wollen ja konsistente Daten haben, damit man halt da mit konsistenten Daten zuverlässigen OI3-Indikator berechnen kann. Und erst nach dieser Qualitätssicherung werden die Produkte freigeschalten und eben nur die Kriterien als erfüllt angezeigt, die auch tatsächlich diese Qualitätssicherung bestanden haben. Wichtig ist auch, dass alles kostenfrei zur Verfügung steht. Also das meiste kann man auch ohne Registrierung sich ansehen. Und ansonsten für manche Spezialinfos ist vorher eine Registrierung erforderlich, aber die ist auch kostenfrei. Und jeder kann sich alles anschauen. Ja, also das Wichtigste im Baubuch ist eben einmal Produkte finden. Die Produkte sollen immer zu halt, man hat halt
gewisse Anforderungen. Wir haben jetzt viel über Klimaaktiv gesprochen, aber wir haben auch schon kurz gesehen, es gibt auch andere Programme wie die Wohnbauförderungen oder so. Und um diese Produkte gezielt finden zu können, gibt es auch Baubuch-Plattformen. Und eine sehr wichtige Plattform und heute im Zentrum auch die Klimaaktiv-Plattform. Und da kann ich dann halt verschiedenste Produkte finden, die da deklariert sind nach den verschiedensten Systematiken. Und die Produkte kann ich mir dann halt auch genauer anschauen. Also zentrale Informationen, die jetzt in einem Produkt XYZ immer drinnen sind, ist einmal natürlich die Kriterienerfüllung. Also werden die Klimaaktivkriterien erfüllt, erkennt man, oder das jeweilige Kriterien erfüllt, erkennt man das an einem Häkchen, an einem grünen Häkchen. Werden die Kriterien nicht erfüllt oder hat der Hersteller nicht die entsprechenden Nachweise geliefert, dann erkennt man das an einem grauen Minus oder auf manchen Plattformen, je nachdem wie der Betreiber, die Betreiberin sie das wünscht, auch mit einem roten X. Dann gibt es noch ein paar weitere ökologische Eigenschaften, die man finden kann, zum Beispiel Lösemittelgehalt, Weichmacherfreiheit oder halogenorganische Verbindungen. Die Kriterien kann man sich ja jedes Mal genauer anschauen. Was sind jetzt die genaueren Anforderungen dazu? Wie ist der Nachweis zu erbringen? Um jetzt ein Produkt auswählen zu können, brauche ich ja verschiedene Hintergrundinformationen, also es gibt dann halt also Produktbeschreibungen und Einsatzstoffe. Da lassen wir den Hersteller relativ freie Hand, also zu marketingorientiert lassen wir es nicht, aber grundsätzlich kann hier der Hersteller anführen, was er möchte und auch Einsatzstoffe zum Beispiel angeben. Das ist auch keine Pflichtangabe. Dann natürlich technische Eigenschaften sind da wichtig. Ist das Produkt jetzt überhaupt für meinen Einsatz geeignet, also je nach Produktgruppe gibt es dann halt Informationen, weitergehende zu Verarbeitungseigenschaften und verschiedene Downloads wie technisches Merkblatt und so. Und ein wesentlicher weiterer Kern dann von den Produktdeklarationen sind die Ökobilanzdaten, da auch jetzt markiert die drei Daten, hat jetzt leider, Entschuldigung, verschoben, die für den OI3 wichtig sind, das Global Warming Potential, das Versorgungspotenzial und der Primärenergieinhalt nicht erneuerbar. Und es gibt eben halt eine Reihe von weiteren Ökobilanzindikatoren, die gerade für Unis oder für Forschungsprojekte natürlich auch sehr spannend sind, sie genauer anzuschauen. Die werden jetzt in den Produktdatenblättern pro Kilogramm dargestellt. Pro Kilogramm ist halt jetzt auf Produktebene eine sehr praktische Darstellung, weil dann in den Berechnungstools damit gerechnet hat, aber hat natürlich hier jetzt einmal an und für sich keinen besonderen Wert an sich. Also ökologische Produktdaten, Ökobilanzdaten sind vor allem dazu da, dass dann auch damit gerechnet wird. Also wir haben halt jetzt in der Baubuch die Datenbank, die jetzt zu verschiedenen Plattformen eben die Daten einspielt und darstellt, aber eigentlich gerade mit den ökologischen Kennwerten wollen wir ja vor allem rechnen. Und da gibt es einerseits das Baubuch-eigene Tool, den EcoTuSoft Ökobilanzrechner für Gebäude. Das EcoTuSoft ist wirklich ganz gezielt und ausschließlich nur für die Ökobilanzierung geplantes Tool. Es bietet hier auch verschiedene Möglichkeiten, jetzt auch mit mehr Indikatoren oder mehr Phasen, mehr Lebensphasen zu rechnen, wird deswegen auch gern von den Unis oder Forschungsorganisationen genutzt. Für Personen, die jetzt im Geschehen stehen und auch in der Planung aktiv sind, diese bevorzugen halt dann doch nicht zu viele Tools verwenden zu müssen, sondern wir würden dann bevorzugen, gleich im Energieausweis auch die OI3-Berechnungen zu machen. Für das gibt es eine Schnittstelle, also alle Baubuch-Daten werden über Schnittstellen in Energieausweis-Berechnungsprogramme transferiert und da nicht zuletzt oder gerade vorn voran Aache Physik, die auch unsere Daten einliest. Und damit darf ich an Markus Dörn weitergeben, damit er uns in die Archiphysik dann den Einblick gewährt.
Ein herzliches Dank an meine Vorredner. Also es wurde schon sehr viel erwähnt und sehr viel Gutes von Archiphysik gesprochen. Also vielen Dank dafür nochmal. Und mein Vortrag kann dadurch also relativ kurz gehalten werden, da das meiste schon erwähnt worden ist. So, ich werde Ihnen heute kurz Archiphysik vorstellen, für alle, die es noch nicht kennen. Was kann Archiphysik? Wozu ist es da? Und dann auch schon die wichtigsten Punkte, die für einen Klimaaktivnachweis mit Archiphysik gemacht werden können, einfach mal kurz erläutern und kurz durchgehen. Ich beginne gleich mit Archiphysik 19. So, wir werden in den nächsten Wochen die neue Version von Archiphysik endgültig dann der Öffentlichkeit freigeben. Und hier nun mal ein paar kurze Einblicke, was das Ganze ist. Also Archiphysik ist eine Software für den Nachweis, also den Energieausweis und die Bauphysik eines Gebäudes. Und hier haben wir hauptsächlich normkonforme Bauphysik-Nachweise für Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und eben den Energieausweis, die Bauökologie, wie sie vorher schon erwähnt worden ist, und das sowohl für Wohngebäude, Nicht-Wohngebäude, einzonig und mehrzonig. Also wirklich ein Standard-Tool für alle Bauphysiker und alle Energieausweisersteller. Wir wissen natürlich, Archiphysik ist nur ein kleines Rädchen im ganzen Bauplanungsprozess und Bauausführungsprozess. Deshalb haben wir auch sehr viele Schnittstellen. Ich habe hier mal eine kurze Übersicht über unsere Schnittstelle, so angefangen von einer Schnittstelle zu IFC, die uns mit Daten befüllen kann, zu Graphisoft, also Archicad. Über die sind ja vermutlich alle hier. Wir haben hier einen Import in Archiphysik und auch einen Export nach Archicad wieder zurück. Dann Baubook noch kurz erwähnen. Wie Sie vorher schon gehört haben, Baubook-Daten liefern vor allem Baustoffe, Baumaterialien, Richtwerte dazu und auch gesamte Aufbauten. Das mal das Wichtigste in Kürze. Kommen wir nun zum Klimaaktiv-Nachweis. Und ich beginne hier gleich mit dem ersten Punkt, Energie und Versorgung. Dieser Bereich deckt schon den Großteil der möglichen Punkte ab. Und deshalb ist auch dementsprechend wichtig. Und die meisten Punkte für diesen Bereich können Sie aus dem Energieausweis entnehmen. Sie sehen hier schon das Energieausweis-Deckblatt, das Sie sicher alle kennen, und das Energieausweis-Datenblatt. Wenn Sie schon soweit sind, haben Sie eh schon fast alles erfüllt. Doch in diesem Vortrag soll es hier eher darum gehen, wie komme ich dazu, wie kann ich den Energieausweis abschätzen, und das schon in sehr frühen Planungsphasen. Haben wir heute auch schon gehört, je früher man beginnt mit dem Klimaaktiv-Nachweis, desto mehr Möglichkeiten hat man, das Projekt zu beeinflussen, und desto besser kann man die Punkte erreichen. Also hier kann man schon sehr früh auch in der Wettbewerbsphase arbeiten mit Archiphysik. Für einen Energieausweis benötigt man in der Regel nur ein sehr, sehr vereinfachtes Flächenmodell. Also wir sehen hier ein kleines Modell in 3D. Es ist absolut ausreichend, hier das vereinfachte Gebäude für die Berechnung heranzuziehen. Und dadurch erreicht man schon sehr, sehr gute Qualitäten an der Aussage für die Energiekennzahlen, also den Heizwärmebedarf und so weiter, dass sich Projekte, vor allem was den Energieausweis betrifft, im Laufe der Zeit nicht so stark verändern mehr. Es kommen ein paar Vorsprünge, Rücksprünge dazu, die das Ganze ein bisschen schlechter machen im Laufe der Planungsphase. Aber grundsätzlich steht das Volumen und die Oberfläche schon sehr früh im Projekt. Der nächste Punkt, diese Flächen müssen dann mit Bauteilen belegt werden. Dazu muss ich nicht näher ins Detail eingehen. Was da schon wieder viel spannender ist, sind die einzelnen Schichten dieser Bauteile. Auch diese können mit Archiphysik sehr einfach bearbeitet werden. Also Sie können ganze Aufbauten aus der Bibliothek nehmen, Schichten bearbeiten, und wir sehen hier einen Eingabedialog für genau so eine Schicht. Diese Schicht wurde mit Baubook-Daten befüllt. Das sehen wir hier rechts. Das ist ein Baubook-Panel. Hier sehen wir auf einen Blick, welche Daten kommen von
Baubuch und wir können uns sicher sein, wenn wir diese Daten verwenden, wir haben qualitätsgesicherte Bauteile, die auch jeder Prüfung standhalten. Also ob es bei Wohnbauförderungen zur Vorlage liegt oder bei Klimaaktiv, das sind einfach Bauprodukte und Richtwerte, die passen einfach. Gut, das nächste ist die Optimierung der Fenster. Auch schon in frühen Wettbewerbsphasen weiß man schon ungefähr, wie viel Prozentanteil Fenster eine Außenwand beispielsweise hat. Und mit Archiphysik 19 ist es auch möglich, in der Gebäudehülle prozentuale Fensterangaben zu tätigen. Also man muss nicht genau die Stückzahl haben, sondern man kann sagen, diese Außenwand wird mit 20% Fensterfläche belegt. Und so hat man da auch schon ein sehr schnelles Ergebnis für den Energieausweis. Man kann diesen dann für Nichtwohngebäude eben mit Sonnenschutzeinrichtungen belegen und erhält da auch schon gute Informationen, wo ein außenliegender Sonnenschutz beispielsweise notwendig ist, wo es ausreicht, einfach den G-Wert der Verglasung, also ein Sonnenschutzglas einzusetzen und kann dann mit der Planung fortschreiten. Und wie gesagt, auch schon in sehr frühen Phasen. Der letzte Schritt ist die Zuordnung der Haustechnikanlage. Hier gibt es auch schon voreingestellt sehr viele Anlagentypen, die hier einfach angewendet werden können. Mit ein paar wenigen Klicks kann hier von Energieträger Fernwärme umgestellt werden, auf Wärmepumpe beispielsweise. Und auch hier gut abgeschätzt werden, wo man denn landet. Und auch wichtig für die Einreichung Klimaaktiv ist eine Photovoltaikanlage. Auch diese kann berücksichtigt werden, direkt mit Standortangaben, solare Einträge auf den Standort und Ausrichtung und Neigung und Fläche sind einzugeben und schon erhält man eine schöne Auflistung, in welchen Monaten wie viel Ertrag zu erwarten ist, wie viel verwendet wird vom Gebäude oder vom Energieausweis, wie viel Überschuss produziert wird. Ist auch hier alles sehr einfach einzugeben. Der nächste Punkt, den wir heute auch schon sehr oft gehört haben, ist eben die Bewertung von Baustoffen und Konstruktion. Dazu kann schon bei Beginn eines Projektes direkt ausgewählt werden, was man berechnen will, welche Bilanzgrenze man ansetzen will, welchen OI3-Leitfaden man verwenden will und natürlich auch immer wieder alles laufend mit Baubuch aktualisieren. Also man kann immer laufend die Bauteile wieder aktualisieren mit Baubuchdaten und auch den Entsorgungsindikator berechnen. Also wenn Sie Baubuch-Bauteile oder Baustoffe verwenden, dann bekommen Sie diesen OI3-Ausweis fast schon geschenkt. Sie müssen natürlich alles nochmal kritisch durchschauen. Und hier sehen Sie ein Bild des OI3-Ausweises. So ähnlich wie der Energieausweis haben wir hier auch ein abgestimmtes Design. Alle Softwarehersteller haben hier dasselbe Design oder ein sehr ähnliches Design, auch mit dem IBO abgestimmt. Mit den wichtigsten Daten sehr übersichtlich, also hier das Deckblatt, man sieht schon auch die Farbskala und eine Auflistung der Bauteile, dann die einzelnen Aufbauten, wie sie vorkommen im Projekt und auch eine Auflistung der gesamten Materialien. Gut, ich kann Ihnen noch einen kurzen Ausblick geben, an was wir gerade arbeiten. Wie vorher schon erwähnt, das Optimierungspotenzial ist momentan noch nicht so gut zu erkennen, aber wir haben hier einige Grafiken, an denen wir arbeiten und die die nächsten Wochen dann für Sie zur Verfügung gestellt werden für jedes Projekt. Und beispielsweise hier die ökologischen Auswirkungen jedes Bauteils besser darstellen zu können und auch schön geordnet darzustellen und da sehen Sie sofort, wo können Sie angreifen und haben den möglichst größten Effekt auf die Öko-Kennzahlen. Das zum einen für die OI3-Kennwerte, bauteilweise und auch schichtweise und auch für die Entsorgungsindikatoren. Also auch hier arbeiten wir gerade an einer grafischen Darstellung des Ganzen. Sollten Sie noch mehr Informationen brauchen zur OI3-Eingabe? Wir hatten letzte Woche ein Webinar
Das kann auch nachgesehen werden, aber dazu komme ich später noch kurz. So, der nächste Punkt war Komfort und Sommertauglichkeit, die Eingabe. Wie wir schon gesehen haben oder gehört haben, kann man diesen Nachweis auch mit Archiphysik führen. Sie sehen hier einen Verlauf der operativen Raumtemperatur. Also dieser Nachweis muss raumweise gemacht werden, ist mit ein wenig mehr Aufwand verbunden wie die Gebäudehülle, da wirklich viele Räume oder eben ein sehr kritischer Raum, dazu gehört schon ein bisschen Erfahrung, dass man auch erkennen kann, welches der kritischste Raum ist, berücksichtigt werden. Da wird dann Lüftungsverhalten simuliert und auch das Sonnenschutz außenliegend, innenliegend kann berücksichtigt werden. Und enden tut das Ganze in einem bauphysikalischen Gutachten, auch nicht gleich ersichtlich, die Klassifizierung. Für die unterschiedlichen Klassifizierungen gibt es auch im Klimaaktiv unterschiedliche Punkteanzahlen. Also hier von sommertauglich bis sehr gut sommertauglich kann auch alles in Archiphysik nachgewiesen werden. Gut, wie vorher erwähnt, sollten Sie noch mehr Informationen zur Archiphysik brauchen, kann ich Ihnen unsere Homepage ans Herz legen, archiphysik.at. Hier haben wir einen News-Bereich. Darin schreiben wir auch immer aktuell spannende Themen, neue Wohnbauförderungen, neue Bauordnungen, neue Richtlinien oder was sie sonst so tut in der Welt der Bauphysik und auch immer spannende Artikel zu bauphysikalischen Berechnungen. Auch hier im News-Bereich finden Sie den Bereich Webinare und wir halten für Sie 2 Webinare pro Monat ab. Und da kommen auch immer die spannendsten und die wichtigsten Fragen, die bei uns beim Helpdesk anlangen, versuchen wir eben in diesen Webinaren aufzubereiten. Und Teile davon stellen wir dann auch auf YouTube für Sie zur Verfügung. Gut, so, das war der kurze Einblick in Archiphysik. Und ich würde jetzt wieder zurückgeben an den David. Dann bleibt mir jetzt noch natürlich allen Vortragenden nochmal zu danken, auch eurer Aufmerksamkeit, dass auch alle so tapfer durchgehalten haben, dass es natürlich heute etwas länger gedauert hat als üblicherweise. Und jetzt möchte ich auch schon mein Wort beenden und in die Fragerunde starten. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.